Bei unseren Nachbarn in Holland herrscht Bürgerkrieg. Wie bitte? Ihr habt richtig gehört. Definition eines Bürgerkriegs ist, wenn zwei bewaffnete Parteien sich gegenüberstehen und sich gegenseitig bekämpfen. Eine Partei ist der Staat, beziehungsweise hier die Polizei, die logischerweise bewaffnet ist, aber auch Landwirte und normale Bürger in Holland, die ebenfalls bewaffnet sind. Dazu reicht als Definition schon ein Knüppel. Warum ist das so? Fragen wir unsere gute Berufskollegin Sita, die Vorsitzende des Milchboards und der Farmers Defense Force. Liebe Kollegen der FDF Germany und RSV, Sie haben mich gebeten, im Kurzen etwas zu erzählen über den Grund der heftigen Demos in den Niederlanden. Der Grund ist ein Brief von unserer Minister van der Wal. Sie ist Minister von Natur und Stickstoff. Ja, ich mache keinen Witz. In diesem Brief hat sie angekündigt, dass, um die Stickstoff zu verringern, 30% der Bauernhöfe aufhören muss. Das geht auf drei Weisen. So, Sita sagt also, dass du in Holland drei Optionen hast. Entweder gibst du deinen Betrieb freiwillig auf und dann ist alles gut und verschwindest. Oder aber du wirst entschädigt und musst dafür dann dich verbürgen, dass du nie wieder den Beruf eines Landwirts in Holland ausübst. Oder aber man nimmt dir den Hof weg. Punkt. So, dann was heißt das jetzt für die holländischen Bauern? Die sollen also bis zu 95% weniger Stickstoffdünger ausbringen. Und das wird heißen, dass mindestens ein Drittel der holländischen Bauern weg sind. Und das in dieser Lage, wo Versorgungssicherheit ja überhaupt nicht gewährleistet ist, zumindest wenn man den Generalsekretär der Vereinten Nationen Glauben schenken darf, dass jetzt schon 350 Millionen Menschen akut Hunger leiden. Das Hilfswerk der Vereinten Nationen hat die Essensration halbiert. So, und jetzt muss ich noch mehr sagen, wenn Herr Timmermans immer noch in der EU weiterhin den Farm-to-Fork und Green Deal umsetzen möchte, das also sagt, wir müssen 10% unserer Agrarflächen komplett stilllegen. Komplett, da passiert nichts. In ganz Europa. 50% Pflanzenschutz einsparen. Ja, was für ein Wahnsinn. Würde ich gerne. Machen wir auch, wenn die Technik soweit ist. Und jetzt gerade, wo wir hören, dass auf Sizilien tatsächlich eine Heuschreckenplage grassiert. Ja, Halleluja, Leute, was ist denn hier los? Wir wissen also jetzt nach den aktuellen Zahlen, dass 50% des globalen Weizens aktuell in China gebunkert wird. 15% rechnerisch in Indien. Indien hat gesagt, es geht nichts in den Export. Wir haben also noch 35% globalen Weizen zur Verfügung als Reserve. Die Erntevoraussagen sind katastrophal. Frankreich, absolute Dürre, Italien Dürre und dann lasst es mal weiter nach Indien, Türkei, Iran. Also, wie kann man auf solche Ideen kommen? Das kann man doch nur, wenn man bereit ist, weiterhin sich überall auf der Welt zu bedienen, anderen mit viel Geld etwas wegzukaufen. Genau das gleiche machen wir beim Gas ja auch gerade. Wir laufen mit dem Geldkoffer tatsächlich hin zu einem Kapitän LNG, umdrehen zu uns an den Terminal. Genau so läuft das. Guck mal, Markus Lanz, kein Märchen, was ich hier erzähle. Und das in diesen Zeiten. Und warum müssen wir auch in Deutschland eigentlich rote Gebiete ausweisen, dass wir dort 20% unter dem Bedarf einer Pflanze nur düngen können? Hören wir noch mal rein, wie das alles zustande kam. Was haben wir 2012 nach Brüssel gemeldet? Was sagt eigentlich nochmal unsere ehemalige Umweltministerin? Wie ist die Qualität unseres Wassers überhaupt? Die Qualität unseres Wassers, die ist wirklich super. Die Ungerechtigkeit ist, dass Deutschland 2012 nicht den Durchschnitt aller Brunnen und Messwerte gemeldet hat, sondern nur die sozusagen sensiblen Werte. Tja, liebe Sita, was eure Politik in Holland kann, kann unsere hier in Deutschland schon lange. Wir haben ja tatsächlich einen Wirtschaftsminister, der sich verwundert zeigt, dass er nach Schwedt geht und dort den Mitarbeitern erklärt, dass sie arbeitslos sind und zwar aufgrund seiner politischen Handlungen. Und dann werden die Politiker dort mit Pfeifen begrüßt und man wundert sich deswegen. Apropos Pfeifen, gehen wir mal kurz zum Edeka und zum Rewe. Der Edeka beweist ja mal wieder ganz stark, dass er Lebensmittel liebt und zwar jetzt in der Kirschenzeit besorgt er Kirschen aus der Türkei und aus Griechenland zu einem Spottpreis. Mit dem kannst du im Leben nicht mithalten und er weiß genau, dass wir das hier nicht loswerden. Und das gleiche haben wir beim Rewe. Dort wird nämlich wunderbarer Salat für 1,49 und zwar gleich 4 Stück angeboten und unsere Berufskollegen haben keine andere Wahl, als die aktuelle Ware umzubrechen und was Neues hinzupflanzen.
lassen, hoffen, dass man in 6 bis 8 Wochen dann etwas anderes erntet und verkaufen kann. Apropos Essen verschwenden, Essen retten jetzt. Wo seid ihr denn überhaupt? Euch gibt's ja gar nicht mehr, ne? Naja, ist ja auch egal. Aber wir jetten lieber alle wunderbar in die Welt. Flughäfen sind gerade überlaufen. Dabei könnte man wunderbar mit der Befüllung einer 747, sind nämlich 216.000 Liter Kerosin, 12 Jahre lang als Landwirt arbeiten und 20 Millionen Liter Milch und 132 Kilo Fleisch produzieren. Aber hey, die Bauern sind das Problem.